Wir setzen die Aussprache fort und zu uns spricht der Abgeordnete Christoffers für die Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Herr Golland, Sie haben völlig recht. Sie haben recht in den Punkt, in dem Sie sagen, wir ringen hier gegen eine gefährliche gesellschaftliche Spaltung. Und deswegen setzen wir uns mit Ihnen auseinander. Das ist der einzige Grund. Meine Damen und Herren, es ist jetzt schon vieles gesagt worden. Lassen Sie mich denen noch drei der Facetten hinzufügen. Das erste ist, das ist bereits angesprochen worden, Sie bezeichneten die Flüchtlingskrise als große Chance für Ihre Partei. Sie haben recht. Und wissen Sie, hinter diesem Hintergrund oder hinter dieser Aussage, was Sie aufbauen, das geht ständig nach einem gleichen Muster. Erstens wird jede Offenheit, jede Solidarität, jede Willkommenskultur verunglimpft als etwas, was anderen, die bereits hier leben, schaden. Wenn man dafür Zustimmung hat, dann sind es die dunklen Mächte, die irgendwo im Hinterzimmer der deutschen Bevölkerung Schaden zufügen. Und wenn man dafür Zustimmung hat, dann ist man bei unseren Menschen, die nur noch von der AfD vertreten werden, und alle anderen sind Altparteien, Systemparteien und so weiter. Und meine Damen und Herren, Sprache ist verräterisch. Und die Sprachbilder, die Sie benutzen, stammen aus einer Zeit, sage ich mal, die nicht nur die dunkelste Zeit in Deutschland gewesen ist, sondern sie stammen wirklich aus der Zeit von 33 bis 45. Und Sie knüpfen da ganz bewusst an. Sie knüpfen da ganz bewusst an. Und insofern ist es auch notwendig, dass wir uns mit Ihnen auseinandersetzen. Und zwar nicht nur wegen Ihrer Position zur Flüchtlings- und Migrationsfrage, sondern auch zu Ihrem Gesellschaftsbild, was Sie darüber hinaus entwickeln. Und dann lassen Sie mich vielleicht als zweiten Punkt aus der Arbeit Ihrer Programmkommission ein paar Perlen zum Besten geben. In der Programmkommission der AfD wird unter anderem oder ist unter anderem ein Antrag mehrheitsfähig, und der ist mehrheitsfähig in der AfD, der davon ausgeht, dass bei Scheidungen die Schuldfrage wieder zu klären ist. Meine Damen und Herren, soweit ich das weiß, hat man in der Bundesrepublik Deutschland 20 Jahre darum gerungen, dass dieser Quatsch aufgehoben wird. Und Sie wollen wieder zurück zu einem Gesellschaftsbild, was mit Gleichberechtigung überhaupt nichts zu tun hat? Und da sage ich Ihnen, 77% der Bevölkerung in Brandenburg betrachtet die Gleichstellung der Geschlechter als ein äußerst wichtiges Problem. Und deswegen sage ich Ihnen, ja, wir werden sie aushalten. Und ja, die Gesellschaft wird sie aushalten. Aber das, was Sie als Gesellschafts- und Menschenbild hier postulieren, wird auf Dauer nicht tragfähig sein. Und dann sage ich mal, die Demokratie ist auch stark genug, ich sage mal, mit solchen Situationen umzugehen, egal wie die Wahlen tatsächlich im nächsten Wochenende ausgehen. Oder nehmen wir ein anderes Bild. Sie fordern freie Fahrt für freie Bürger. Ich kenne das irgendwoher. Tempolimit und auch, ich sage mal, Tempo 50 in der Stadt jederzeit. Und da kann ich Ihnen nur sagen, da werden sich ganz viele Verkehrssicherheitsinitiativen vor Schulen, Kitas ganz doll freuen. Wenn hier, ich sage mal, wir in eine Situation kommen, wo Reformen auch in diesem Bereich zurückgedreht werden. Was tun Sie denn hier eigentlich? Was nehmen Sie denn hier eigentlich auf? Sie schrauben diese Gesellschaft mit dem, was Sie sich politisch vorstellen, um 20 Jahre zurück in den Bereichen Energiepolitik, in den Bereichen Familienpolitik sowieso, in der Frage des demokratischen Miteinander, der Verfasstheit, in der Steuerpolitik. Und dann sage ich nur eins. Man kann das natürlich so machen. Man nimmt angeblich oder vorgeblich Ängste auf. Ängste, die darauf beruhen, dass Menschen sich natürlich sehr schlecht auch an Neues gewöhnen, dass sie sich auch nicht sofort bereit sind zu verändern. Das kann man als Politik tun. Und ich sage Ihnen, wenn Sie dabei stehen bleiben und das dazu nutzen, ein Gesellschaftsbild zu erzeugen, ein Meinungsbild zu erzeugen, das die sozialen Gruppen dieser Gesellschaft gegeneinander ausspielt, dann werden Sie in der Perspektive auch verlieren. Aber das gab es schon öfters und ich nochmal, auch damit werden wir umgehen. Und ich sage mal, wir werden uns politisch damit auseinandersetzen. Und meine Damen und Herren, an dieser Stelle nochmal, wir haben das wie ein Mantra mittlerweile mehrfach deutlich gemacht. In Brandenburg ist noch nie eine Leistung gekürzt worden, noch nie und wird es auch nicht werden, für die das Land verantwortlich ist aufgrund von Migration und Integration. Und wir wissen, dass das eine riesige Herausforderung ist. Und wir wissen auch, dass wir das erklären müssen. Und wir wissen auch, dass das nicht konfliktfrei dieser Prozess verläuft.
Der Unterschied besteht nur in einem Punkt. In dem Wissen um Konflikte bemühen wir uns um eine Konfliktminimierung und eine Lösung von Problemen. Was Sie machen, ist eine Zuspitzung von Konflikten und das Heraufschwören von Problemen. Und das ist der Unterschied, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich abschließend noch einen Satz sagen. Herr Gauland, ich habe Sie persönlich mal sehr geschätzt. Ja, als Herausgeber der Märkischen Allgemeinen Zeitung haben Sie, fand ich zumindest, einen Journalismus, ich sage hier auch mehrheitsfähig gemacht, hier auch selber betrieben, vor dem ich immer hohe Hochachtung gehabt habe. Wissen Sie, was jetzt passiert, das ist etwas, was mich ziemlich betroffen macht, weil Sie geben das auf, was Sie als Wertvorstellungen jahrzehntelang umgesetzt haben. Und wofür? So wie Sie sagten, um eine Bindung einzugehen, wenn man auf einer großen Veranstaltung bin, geht man eine Bindung mit den Menschen ein. Und dann sage ich, Sie gehen keine Bindung mit den Menschen ein. Sie benutzen die Menschen dafür, Populismus mehrheitsfähig zu machen. Und ich finde, das ist ein Vorgang, der macht mich betroffen. Und letzte Bemerkung dazu. Sie werden unter anderem auch deswegen scheitern, wie jeder andere auch, der eine ähnliche Auffassung vertritt. Sie werden scheitern, wenn Sie nationale Lösungen als Problem für europäische oder globale Herausforderungen propagieren. Das geht 5 oder 6 Jahre oder 10 Jahre gut. Danach, das sehen wir jetzt in Griechenland, das sehen wir in Mazedonien, das sehen wir in Bulgarien, danach haben wir einen Druck, einen politischen Entscheidungsdruck, den sich niemand entziehen kann. Und deswegen ist das richtig, eine europäische Lösung anzustreben. Und dann streite ich mich mit der CDU und mit Herrn Senftleben über den Inhalt der Lösung, aber nicht über den Grundsatz. Und das ist ein Unterschied im Umgang zwischen demokratischen Parteien. Vielen Dank. Vielen Dank. Es ist